Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview hier auf MV1. Ich melde mich heute vom neuen Markt der Hansestadt Rostock. An meiner Seite Elisabeth Möser. Frau Möser ist die Beauftragte für das Thema Fairtrade hier in der Hansestadt Rostock. Fairtrade heißt ja fair handeln, deswegen ist der Ort auch gut, den wir uns gewählt haben. Natürlich fair handeln, Markt gehört mit dazu. Fairtrade, was verbirgt sich da heute hinter? Das ist ja ein ganzer Kosmos, Frau Möser. Ja, das ist richtig. Also ganz ursprünglich fairer Handel ist die Handelsbeziehung, ich sage mal, von uns, von Europa, von Deutschland mit dem globalen Süden. Also hauptsächlich Südamerika, Asien und Afrika. Und da kommt der Begriff eigentlich her, dieser faire Handel mit dem globalen Süden. Und inzwischen ist es aber so, dass es immer mehr in den Fokus der Nachhaltigkeit rückt. Das heißt, ganz oft geht das Hand in Hand auch mit Umweltschutz und Klimaschutz. Denn das ist auch was, was mit Zufriedenheit der Menschen natürlich zusammenhängt. Ja, Zufriedenheit der Menschen. Das heißt auch, man kann sozusagen als Einzelner beim Thema Fairtrade auch was tun, um zum Beispiel Situationen in Entwicklungsländern zu verbessern. Stichwort natürlich auch Migration. Da kann der Einzelne schon beim Handel, also im Markt, im Supermarkt, drauf achten. Wie komme ich übrigens dazu, zu wissen, was ist Fairtrade und was nicht? Ja, also erstmal sind wir in einer sehr komfortablen Situation, dass wirklich alles an Supermärkten, Discountern dabei ist. Fast alle, oder ich möchte behaupten, in Rostock alle bieten auch fair gehandelte Produkte an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein fair gehandeltes Produkt zu erkennen. Das einfachste ist das Fairtrade-Siegel. Das ist so ein schwarzer Kreis mit so ein bisschen Grün und Blau drin. Und das ist so in Deutschland das bekannteste fair gehandelssiegel. Und das kann der Kunde, die Kunden im Geschäft ganz leicht erkennen und dann auch wissen, okay, das ist ja ein fair gehandeltes, transparent kontrolliertes Produkt. Ja, transparent gehandeltes Produkt. Also ich bin mir auch sicher, dass wenn da dieses Siegel drauf ist, dass der entsprechende Produzent dann auch fairer behandelt wird als andere Produzenten, die vielleicht nicht so fair behandelt werden. Wie kann ich da sicher sein? Wie können Sie da sicher sein? Genau, also es gibt wie gesagt unabhängige Kontrollen. Da gibt es mehrere Mechanismen im fairen Handel und es gibt auch mehrere Unternehmen, die das Ganze dann bespielen. Und dem kann man quasi trauen. Also mehr Transparenz geht nicht. Man kann sich überall informieren, gerade auch online ist das möglich. Man kann überall anrufen, man kann die Produkte nachvollziehen, wo kommen die her, von welcher Kooperative wurden die vielleicht produziert, wann wurden die angebaut, geerntet. All das lässt sich dann nachvollziehen. Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Wir hatten in Schwerin auch gerade darüber berichtet. Da ging es um das Thema Schokolade. Ja. Schokolade kommt ja vor allen Dingen aus Westafrika, ein großes Thema. Aber dort gibt es ganz unterschiedliche Produzentenbedingungen. Die einen arbeiten wirklich fast zum Nulltarif, indem sie die Kakaobohne pflücken und züchten und letztendlich auch. Und andere, denen geht es besser, weil die eben fair gehandelte Schokolade verkaufen. Da kann ich als Verbraucher, wie gesagt, im Supermarkt drauf achten. Und ich bin mir sicher, und Sie sind sich sicher, dass es dann auch vor Ort überprüft wird. Ganz genau, ja. Also es gibt dann auch ganz strenge Kriterien, die die Bäuerinnen, Bauern, die Kooperativen vor Ort dann einhalten müssen. Sie zahlen auch Geld für dieses Zertifikat. Auf der anderen Seite bekommen sie aber auch noch Prämien ausgezahlt. Und eines der wichtigsten Kriterien ist, die Preisverhandlungen so hingehend zu gestalten, dass man wirklich davon leben kann. Dass man wirklich ein Auskommen hat und dass man auch gut damit arbeiten und wirtschaften kann. Und wir dann ganz oft auch über Weltmarktpreisen liegen mit den Geldern, die wir dann zahlen. Rostock ist ja Fairtrade-Stadt, das schon seit einigen Jahren. Was heißt das für eine Stadt, dass hier sozusagen auf dem Markt Fairtrade gehandelt wird und in jedem Supermarkt Fairtrade-Produkte angeboten werden? Genau, um Teil dieser Kampagne zu sein, muss man verschiedene Kriterien erfüllen. In Rostock ist das dann zum Beispiel auch, dass viele Geschäfte dabei sein müssen, dass Gastronomien fair gehandelte Produkte anbieten müssen, aber auch, dass wir aktiv sein müssen. Also wir müssen schon irgendwie schauen, wie können wir vorankommen in Rostock. Und eines unserer ganz großen Themen in diesen und den nächsten Jahren ist die kommunale Beschaffung. Das heißt, eine Stadt hat immer eine Vorbildwirkung, eine Stadt hat auch viele Gelder, die sie ausgeben kann und muss. Und wenn wir es da schaffen, gewisse Hebel zu drücken und zu ziehen und einfach eine sozialverträgliche Beschaffung zu erreichen, dann wäre das ein großer Erfolg. Ja, nun kann ich ja schon in Deutschland anfangen bei Fairtrade. Also wenn ich mir die Milchbauern angucke, die ständig darüber klagen, dass die Milch, die sie produzieren, weit unter dem Preis abgegeben wird. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen drüber. Spielt das auch für Deutschland eine Rolle, Fairtrade? Das heißt, bin ich hier auch sozusagen auf dem Rostocker Markt, was Produkte anbelangt, Blumen, kann ich das auch beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich eingangs sagte, fairer Handel ursprünglich immer mit dem globalen Süden. Natürlich, das Wort fair ist nicht geschützt, das kann ich frei verwenden und ich kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte natürlich auch die Milchbauern hier vor Ort fair unterstützen, ich möchte regionale Produkte stärken. Es gibt ein Siegel, das ist von Naturland zum Beispiel, das geht eigentlich um ökologischen Landbau, aber Naturland hat auch ein Naturland-Fair-Siegel entwickelt, das findet man oft auf Milchprodukten. Und da geht es dann wirklich darum, dass auch die Bäuerinnen und Bauern der Milchviehbetriebe halt fair bezahlt werden. Ja. Nun sind Sie ja die Beauftragte der Stadt für das Thema Fair Trade. Die Stadt leistet sich das und bekennt sich damit auch dazu. Aber da gibt es auch Aktionen, die damit verbunden sind. Ja, genau. Also es gibt immer auch verschiedene Veranstaltungen. Einer unserer Höhepunkte im Jahr ist quasi die Hanse Sale. Die haben wir 2018 deutlich größer aufgezogen als sonst. Wir hatten einen neuen Kooperationspartner. Es nennt sich Engagement Global. Außenstelle Hamburg, die werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert und haben einfach geschaut, wie wir auch ein bisschen Bildungsangeboten vielleicht locken können und einfach auch einen Bereich schaffen können, der deutlich entspannter ist, wo es wirklich nicht nur um Rummel und Trubel geht, sondern wo man auch wirklich einmal runterkommen kann, Dinge fühlen kann, mitnehmen kann, kosten kann. Und jetzt sind wir halt in den Planungen, das für 2019 auch nochmal deutlich auszubauen und auch noch verschärfte Kriterien so anzuwenden, dass man wirklich weiß, okay, hier wird nachhaltig ganz groß geschrieben. Ja, jetzt gehen wir auf das Ende des Jahres schon wieder zu. Wir haben ja schon fast wieder Weihnachten. Gibt es da noch Aktionen, die geplant sind? Also im Vorfeld oder des Weihnachtsfests, im Vorfeld des Herbstes? Das ist ja mit die Haupt-Shopping-Saison der Deutschen. Ja, das ist richtig. Also aktiv nach außen sind jetzt keine weiteren Aktionen geplant. Ich kann schon mal verraten, wir planen gerade einen Einkaufsführer für Rostock und zwar einen nachhaltigen, dass wir wirklich schauen können, welche Geschäfte hier in der Hansestadt haben so den Mehrwert. Der wird aber wahrscheinlich erst Mitte nächsten Jahres dann rauskommen. Wir sind jetzt ganz intensiv bei der Recherche dabei. Aber was mich zum Beispiel selbst persönlich sehr freut, wenn ich jetzt in die Supermärkte gehe, Weihnachtsgebäck ist schon groß im Kommen. Man findet ganz oft die Fairtrade-Siegel jetzt da drauf. Also Fairtrade-Kakao kann man jetzt sehr häufig sehen, Fairtrade-Sugar gibt es manchmal auch. Also es wird immer vermehrt darauf geachtet, dass das wirklich der Standard wird. Und das ist unser großes Ziel. Alles an Produkten, die man wirklich nur aus dem globalen Süden beziehen kann und hier nicht eben in Deutschland angebaut werden, wirklich dann auch fair gehandelt sind. Sie haben schon gesagt, es ist keine Rostocker Initiative, es ist auch keine Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern es ist eine globale Initiative vom Prinzip her. Das heißt, Nord und Süd wird vernetzt, aber auch in ganz Europa ist das Thema. Spielt das Thema denn auch eine Rolle in der europäischen Politik, in der Bundespolitik oder noch viel zu wenig? Ja, also Politik, da malen die Mühlen, gerade wenn es mit der Verwaltung auch zusammenhängt, immer ein bisschen langsamer. Es gibt immer so Kann-Vorgaben. Das heißt, jede Kommune und auch jedes Bundesland könnte mehr tun, wenn es das wollte. Die Regularien bestehen, die Möglichkeiten sind da. Auch auf europäischer Ebene macht man sich Gedanken. Also ganz neu war zum Beispiel, in diesem Jahr wurde ausgelobt ein EU-Award. Dann hat sie sich für Fair and Ethical Trade City. Und da ging es dann wirklich darum, welche europäische Stadt ist wirklich aktiv im fairen Handel und leistet dort wirklich eine große Kampagnenarbeit und große Bildungsarbeit und ist wirklich einfach sehr, sehr stark. Und da haben wir uns auch beworben, da waren wir mal ganz mutig, im europäischen Vergleich vielleicht auch mithalten zu können. Und Gent hat letztlich die Auszeichnung gewonnen. Also was da abgeht, da können wir uns nur mit großen Augen ein Vorbild quasi von abschauen. Aber das ist so, da werden auch nochmal so die Ziele einfach bekannt. Also wo stehen wir in Europa überhaupt und wo wollen wir alle gemeinsam hin? Ja, beschreiben Sie mal ganz kurz, was da abgeht und wie groß die Scheibe ist, die wir uns da abschneiden können. Also es gibt dann zum Beispiel groß angelegte Modenschauen. Ich möchte jetzt nicht sagen Fashion Week Paris oder so, aber schon im großen Stil und dann wirklich mit dem Anspruch, dass es fair gehandelte Mode ist. Also es ist natürlich ein riesiger Organisationsaufwand, aber den ist man bereit, dort zu gehen und auch zu leisten. Und dann auch Beschaffung selbst natürlich, wie ich schon eingangs sagte, Stadtverwaltung, kommunale Betriebe, wenn dann die Arbeitskleidung auch fair gehandelt ist, wenn man Wert legt auf Nachhaltigkeitsaspekte, angefangen bei Büropapier bis hin zu Schreibtisch und Co. und auch technischen Geräten, dann hat man natürlich sehr, sehr viel schon erreicht. Letzte Frage ist natürlich, wie kann ich mich als Bürger informieren, wo ich Fairtrade-Produkte kaufen kann? Da gibt es bestimmt eine Internetseite. Also meine gibt es da zum Beispiel, www.rostock.de und dann /Fairtrade, dann kommt man direkt auf unsere Website. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade beim Einkaufsführer dabei. Das heißt, wenn man sich noch ein bisschen geduldet, dann hat man es auch wirklich ganz vollumfänglich vorliegen. Und es gibt auch noch das Geoportal der Hansestadt Rostock. Das ist noch ein bisschen veraltet, das müssen wir dann noch aktualisieren. Auch dort kann man bestimmte Einzelhändler bereits jetzt nachschauen.
Ja, liebe Zuschauer, ganz konkret für Sie, wenn Sie Fairtrade kaufen, tun Sie etwas für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt. Frau Möser, vielen Dank fürs Interview und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.